Der Film Kampf ums Kanzleramt handelt vom Kampf ums Kanzleramt. Angelegt als episches Duell zweier Schwestern, verwundert allerdings schon die Besetzung durch zwei Männer. Ich sage, das mache ich. Dazu bin ich bereit. In den Hauptrollen Armin Laschet, gespielt von einem unbekannten Karnevalsprinzen aus dem Rheinland. Und sein intriganter Widersacher Markus Söder, dargestellt vom zweitklassigen Körperdouble von Homer Simpson, Shrek und Captain Iglo. Die Story des Films scheint schnell auserzählt, als sich der CDU-Vorstand hinter Laschet als Kanzlerkandidaten stellt. Doch weit gefehlt. Söder, in verwirrend oft wechselnden Kostümen, setzt zu seinem wochenlang einstudierten Monolog an. Nein. Der Meister der Verkleidung Hi. Gefällt sich einfach zu gut in der Rolle des Schurken und fordert seinen Kontrahenten heraus. Umfragen sind nicht alles, aber sie sind ein deutlicher Maßstab. Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Kluge Dialoge und nachvollziehbare Argumente sehen Sie in diesem Film leider nicht. Immerhin, die Einführung immer weiterer Nebendarsteller sorgt für Abwechslung. In Sachsen und auch in der sächsischen CDU sind es sehr viele, die für Markus Söder sich ausgesprochen haben. Und dann Armin Laschet voll unterstütze. Und deutlich gemacht, dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten. Und da, glaube ich, spricht vieles für Armin Laschet. Aber als Kanzlerkandidaten von CDU/CSU wünscht sich die Mehrheit Markus Söder. Sogar die Fanclub-Vorsitzende von Nestlé, Julia Klöckner, übernimmt eine Gastrolle als Ministerin und darf ihren Text improvisieren. Da muss ein Knopf dran gemacht werden, denn wer nicht handelt, wird behandelt. Mit billigsten Mitteln wird gegen Ende des Films verzweifelt versucht, doch noch etwas Action zu erzeugen. Denn jetzt hat sich hier einiges bewegt, einige Autos sind jetzt hier hin und her gefahren. Ausgestiegen ist aber vor allem einer, der Zuschauer. Zu Recht, denn verpasst hat er nichts. Der Film dreht sich weiter im Kreis. Der CDU-Vorstand hat sich mehrheitlich für Parteichef Laschet entschieden. Fazit: Kampf ums Kanzleramt ist eine rundum enttäuschende Story mit dem uninspirierten Ende. Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat. Warum es dazu einen Film in Überlänge braucht, bleibt ein Rätsel. Da kann man nur froh sein, dass man aktuell ohnehin nicht ins Kino gehen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?